Liebe Initiative in Gedenken an Dieter Eich, liebe Freundinnen und Freunde, wir senden euch unsere solidarischen Grüße und sind heute am Gedenktag für Dieter Eich, der im Mai 2000 von Nazis in Berlin-Buch heute ermordet wurde, mit euch. Dieter Eich ist nicht vergessen, dank eurer Initiative. Rechten Morden und rechter Gewalt müssen klare Zeichen entgegengesetzt werden. Deswegen fordert ihr Konsequenzen gegen Sozialchauvinismus und Nazimorde. Und mit Nachdruck eine Gedenktafel für Dieter Eich. Wir unterstützen eure Forderungen. Eine Konsequenz, die wir als Initiative für die Aufklärung des Mordes an Burak Bektasch im Kampf um das Erinnern und Gedenken an die Mordopfer von narzisstischer und rassistischer Gewalt mit anderen Teilen ist. Erreichen tun wir etwas, nur durch Druck seitens der Initiative und Gruppen, die sich mit den Angehörigen und Betroffenen solidarisieren und sich gegen das Vergessen organisieren. Ein Weg ist die verstärkte Vernetzung von Angehörigen und Betroffenen und Initiativen. Und wir erinnern und gedenken, wir fordern Genugtuung, Aufklärung, Konsequenzen. Wir erinnern und gedenken in Berlin an Ufuk Sahin, ermordet am 12.05.1989, Mahmoud Azar, ermordet am 6.03.1990, ermordet wurde Mete Ekçi am 13.11.1991, Ngung Van Thu am 24.04.1992, Günter Schwanecke, ermordet am 29.08.1992, Silvio Meyer, ermordet am 21.11.1992, Beate Fischer, ermordet am 23.07.1994, Kurt Schneider, ermordet am 6.11.1999, Dieter Eich am 24.2000, also vor 18 Jahren, Ingo Binsch am 5.11.2001, Burak Bektasch am 5.04.2012, Luke Holland am 20.09.2015. Diese sind alles Morde von Nazis begangen, hier in Berlin. Und wir erinnern und gedenken dem 25. Jahrestag des Brandanschlags in Solingen vom 29.05.1993, wo 5 junge Frauen und ein Kind ermordet wurde. Wir gedenken den Ermordeten des NSU-Terrors. Und wir erinnern und gedenken Uri Jalloh am 7.01.2005 von Polizisten ermordet. Genauso wie Marwa El Sherbini am 1.07.2009 und Yahya Yami am 14.01.2016. Und nicht zu vergessen ist Xingyi Li am 11.05.2016 durch Kinder, durch den Sohn von Polizisten in Dessau. All diese und all die anderen Morde wie in Hamburg 1985, Mölln 1992 oder Lübeck 1996 sind narzisstische und rassistisch motiviert. Und all diesen Morden folgten systematisches, strukturelles und institutionelles Versagen durch Vertuschung, Verdunklung und Verharmlosung. Der Ignoranz begegnen wir mit unserer Solidarität mit den Angehörigen und Betroffenen. Und wir sagen, niemand wird vergessen.